Hallo, ich bin Sonja Wolfer. Ich bin Autorin und ich habe im Mai 23 diesen Kriminalroman Brennender Schmerz veröffentlicht. Ich werde in dieser Videosequenz und in einigen nachfolgenden euch ein paar Auszüge aus dem Krimi vorlesen. Ich werde euch etwas dazu erzählen, wie ich dazu gekommen bin, und ich werde euch vor allen Dingen erzählen, was mich so alles dazu inspiriert hat und was in diesen Krimi eingeflossen ist. Unter anderem ist das meine Hündin Issy, die ihr in der zweiten Videosequenz kennenlernen werdet. Die taucht nämlich auch in dem Krimi auf. Und es ist dieser wunderschöne Ort, in dem ich hier gerade sitze. Das ist der Soester Stadtpark. Und wenn ihr euch das Cover anschaut, dann seht ihr nicht nur diesen großen Stein hier im Vordergrund, sondern ihr seht eben auch das Laub, das hier auf dem Boden liegt. Genauso ist das hier auch. Hinter Issy seht ihr das vielleicht. Und natürlich Bäume. Denn ein Stadtpark wird eine ganz große Rolle spielen und auch ein Wald. Das sind zwei ganz wichtige Orte. Bevor ich euch etwas dazu erzähle, wie ich dazu gekommen bin, diesen Krimi zu schreiben, lese ich euch das erste, sehr kurze Kapitel vor. Brennender Schmerz. Ein Signalton zerriss die Stille und ein Display leuchtete auf. In dem fahlen Licht des Handys wurde für einen kurzen Moment ein Fotorahmen an der Wand mit dem Bild einer Frau sichtbar. Der Mann tastete nach dem Handy und starrte darauf. Eine Nachricht mitten in der Nacht? 18. Juli. Auch du wirst leiden, denn dem Schmerz kannst du nicht entkommen. 1.09 Uhr. Dem Mann fröstelte. Und dann erneut der Signalton, der eine weitere Mitteilung ankündigte. Hastig schlüpfte er aus dem Bett und schlich aus dem Zimmer. Auf der Terrasse öffnete er die zweite Nachricht, die lediglich einen Link enthielt. Was sollte das? Mit zitterndem Finger klickte der Mann auf den Link, der ihn zu einem Ordner in einer Cloud führte. Der Titel des Ordners war »Familie«. Dem Mann brach trotz der kühlen Nachtluft der Schweiß aus. Die Fotos, die er eins nach dem anderen anklickte, kannte er nur allzu gut. Darunter waren Aufnahmen, die nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen hatten, wie er sicher wusste. Denn es waren private Bilder aus seinem geschützten Ordner. Es waren seine eigenen Familienfotos. Fieberhaft scrollte er sich durch die Aufnahmen, bis sein Blick an einem Foto hängen blieb. Er klickte darauf, um es vollständig ansehen zu können. Ohne es zu bemerken, hielt er den Atem an. Dieses Foto hatte er noch nie gesehen. Es war eine unscharfe Großaufnahme, die unter Eile oder ohne große Sorgfalt aufgenommen worden war. Der Mann sah weiße Haut. Er überprüfte das Datum der Aufnahme. 17.07.2022, 23.21 Uhr. Es zeigte das gestrige Datum. Das Foto war vor weniger als 2 Stunden aufgenommen worden. Der Mann tippte auf das nächste Bild, das unmittelbar danach gemacht worden war. Er sah einen Arm, übersät mit blutigen Schrammen. In einer weiteren Aufnahme erkannte er eine Hand, die sich in Erde krallte. Am Handgelenk konnte er ein schmales, geflochtenes Lederarmband sehen. Er schloss die Augen. Bilder und Geräusche jagten wie kurze Filmszenen durch seine Erinnerung. Eine dunkle Straße, nur die Kegel von Autoscheinwerfern und dunkle Umrisse von Bäumen und Büschen, ungewöhnlich laute Musik, angeregt durch zu viel Alkohol, Müdigkeit nach einem anstrengenden Tag, der Wunsch, endlich nach Hause ins Bett zu kommen. Dann plötzlich ein dumpfer Schlag, unsichere Schritte mit zitternden Beinen. Ein Bündel, ein Stöhnen, ein Wimmern, blankes Entsetzen. Es tut so weh. Hilfe! Grauen, Schock und dann Betäubung. Er riss die Augen wieder auf. Das durfte er nicht zulassen. Ein weiterer Blick auf das Display und er sah ein Thumbnail, das auf eine letzte Datei in dem Ordner hinwies. Das kleine Vorschaubild zeigte eine Hand, die einen Stein umklammerte. Ein Video, aufgenommen um 23.26 Uhr. Dem Mann wurde übel und er ließ sich auf einen Stuhl sinken.
Dann spielte er das Video ab. Man hörte das Rascheln von Blättern im Nachtwind, so wie dies auch jetzt durch die Bäume strich. Und dann hörte er ein leises Wimmern. Die Hand hob den Stein und das Bild begann zu wackeln. »Bitte! Nein! Nicht! Nein!« Der Bildschirm wurde dunkel und der Ton verstummte. Der Mann starrte auf die Nummer des Absenders und dann übergab er sich. Die Nummer war seine eigene. Die furchtbaren Aufnahmen waren von dem Handy verschickt worden, das er vor wenigen Tagen verloren geglaubt hatte. Ja, das war das erste kurze Kapitel und das zeigt auch die Idee, die ich hatte. Ich bin durch einen Krimi-Wettbewerb auf die Idee dieses Krimis gekommen. Vorgabe waren 3 Fälle. Ich habe mir einen ausgesucht. Und zwar war vorgegeben, dass jemand eben eine Nachricht erhält von seinem verloren geglaubten Handy und diese Nachricht zeigt ein Gewaltverbrechen. Hier in Brennender Schmerz ist es der Mann, der diese Nachricht erhält. Wir wissen nicht, wer der Mann ist. Der Mann, der taucht immer wieder auf und erhält weitere Botschaften eines anonymen Absenders. Und die Aufgabe von euch Lesern, ist es herauszufinden, wer der anonyme Absender ist und wer der Mann ist. Wer auch von dieser nächtlichen Nachricht nichts ahnt, das ist Kriminalhauptkommissarin Mala Kasparek, die ihr im zweiten Kapitel kennenlernen werdet, in der nächsten Sequenz, in der aber zuerst einmal das Opfer zu Wort kommt, bildlich gesprochen. Meine Frage an euch ist jetzt, stellt euch mal vor, euer Handy geht verloren, ihr verliert es und stellt euch mal vor, jemand gelingt es, Zugriff auf das zu finden, was ihr alles in dem Handy habt. Was würde das tatsächlich bedeuten? Wenn es jemand schafft, Zugriff auf all das zu erhalten, was ihr in eurem Handy alles gespeichert habt, was ihr geschrieben habt, die Kontakte, die ihr da habt, all das, was ihr mit dem Handy macht. Was würde das bedeuten, wenn das passiert? Denn genau das ist dem Mann passiert. Schreibt es mir doch in euren Kommentaren. Wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht an buch@sonjawolferautorin.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es weitergeht mit Kapitel 2, wo ihr das Opfer und Mala Kasparek, die Kriminalhauptkommissarin, und ihr Team kennenlernen werdet. Sie hat sich hingelegt. Bis dann.